Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute machen wir ein dreifarbiges Möhrengemüse. Für unser dreifarbiges Möhrengemüse brauchen wir natürlich Möhren. Drei Farben. Weiße Möhren, die normale Möhre, die wir kennen, die orange und eine lila. Teil habe ich schon mal geschält. Die anderen schäle ich jetzt. Ja, ist richtig weiß. Und das ist auch die geschälte. Die hier wirkt so ein leicht grünlich Touch. Gut, die kennt ihr alle. Und halt die lila. Auf den Herd, schneiden wir die alle mal. Ich schneide die hier so leicht schräg an. Mit vernünftiges Schnittbild haben. Beim Schneiden haben sie leicht unterschiedliche Konsistenzen, die liegen aber etwas härter. Die weiße ist, ja, die kommt eher Richtung die lila, also auch etwas härter. Aber nur Nuancen, also jetzt nicht entscheidend, damit wir den Garpunkt verändern können. So, dann brauchen wir Butter oder Margarine. Topf hinein. Kommen die Möhren drauf. Glasieren wir jetzt. Das heißt, die werden im Prinzip angebraten, ohne Farbe geben zu lassen. Zwischendurch schneiden wir mal die anderen Zutaten. Wir haben noch dazu Fenchel, passt hervorragend zu Möhre, und Möhrengrün. Ne. Einfach fein schneiden. Muss natürlich ganz junges Möhrengrün sein. Wenn es älter wird, ist das nicht zart. Ne? Dann ist das ja strohig. Auch einfach klein schneiden. Viele vom Fenchel dickere Aufdeckung damit, ne? Auch leicht zu hart. So. Jetzt hört man schon, wie das langsam glasiert. Salzen wir das Ganze. Pfeffern. Man könnte hier Honig auch mit reingeben oder Agavensaft oder Rohrzucker. Brauchen wir aber nicht unbedingt, wenn wir das so glasieren lassen. Dann wird der Zucker in den Möhren im Prinzip rausgelöst. Rausgelöst könnte man nicht sagen, aber er karamellisiert dadurch. Ne? Das hat ja eine gewisse Fruchtsüße. Dadurch wird es süßer. Passiert so, dann kommt ein kleiner Tropfen Wasser rein und wird wieder einkochen lassen. Das Ganze wird 3-4 Mal wiederholt. Dann sehen wir uns wieder. So, jetzt sind die 3-4 Mal glasiert worden. Ne? Jetzt sind sie noch ein bisschen knackig. Wenn ihr sie weicher haben wollt, gerade hier aus, der was hört, dann halt 5-mal glasieren. So, kommt das Möhren, das Fenchelgrün rein. Zack. Muss man einmal durchschwenken.
Alternativ wäre natürlich Petersilie das Richtige dann, ne? So, schöne Beilage oder Solo. Ne? Das ist immer was anderes. Bon Appetit, wünsche ich euch, euer Bierkoch.